grüß euch zu einer neuen Folge von Let's Barbecue and Grill. Heute wieder aus meinem Wintergarten. Draußen regnet es, das stört uns aber nicht. Die Vorbereitungsarbeiten machen wir im Wintergarten, dann gehen wir zum Grill. Heute gibt es super klassisch einfaches Fingerfood. Was das ist und wie es ausschaut, kleiner Intro. Also, bleibt dran! So, dann legen wir mal los mit den Zutaten. Was haben wir da alles? Da sind ganz normale Tortilla-Chips. Das Sackerl hat ungefähr 200 Gramm. Wir brauchen ungefähr 100 bis 150 Gramm. Daher vorne habe ich eine Zwiebel, ziemlich fein hergeschnitten. Daher vorne sind 20 Gramm frischer Basilikum, auch fein hergeschnitten. Dann habe ich da 3 Esslöffel Semmelbrösel. Da habe ich dann Kurkuma, das brauchen wir ein bisschen an. Dann brauchen wir ein bisschen an Ingwer. Dann ein bisschen an Pfeffer, das ist schwarze Gold. Dann brauche ich da ein bisschen ein Paprikapulver, das ist ein scharfes. Dann einfach ein Salz. Da ist ein Ei versteckt. Da drinnen sind 500 Gramm faschiertes halb und halb. Dann brauchen wir Barbecue-Sauce. Dann brauche ich einen Mörser. Die Tortilla müssen wir irgendwie klein machen. Und dann war es schon. Zuerst machen wir uns einmal das Faschiere ab und dann werden wir die Tortilla zerkleinern. Also fangen wir mal an. So, als allererster geben wir das Ei hinein. Dann 3 Esslöffel Semmelbrösel. Dann 1 Zwiebel fein gehackt. Da haben wir ein Basilikum, das ist ein frischer 20 Gramm. Dann vom Kurkuma nehmen wir einen Teelöffel. Hat sich die schöne Farbe an. Und vom Ingwer, da nehmen wir auch einen ganzen Teelöffel. Und vom scharfen Paprikapulver, das ist wirklich scharf, da nehmen wir nur einen halben. Ui. So, das passt schon. Ist ein bisschen mehr. Ist ein bisschen mehr reingefallen, aber das macht gar nichts. Dann habe ich da einen Pfeffer, das ist eine Pfeffermischung. Das genügt. Und vom Salz, ich habe da mehr Salz. Ungefähr einen Teelöffel. So. So schaut der ganze Berg aus. Meine Hände sind gewaschen. Dann vermengen wir das ordentlich. Das riecht jetzt schon herrlich. Das werden wir jetzt ordentlich durchkneten. Und dann sehen wir uns wieder. So schaut es jetzt aus. Das Ganze lassen wir jetzt eine halbe Stunde rasten. Dabei können wir die Tortilla-Chips zerkleinern. So, da. Da habe ich meine Tortilla-Chips. Da möchte ich dann das Geriebene. Da habe ich einen Mörser. Man braucht nicht unbedingt einen Mörser, man kann es mit den Händen auch drucken. Ich mache den Mörser. Schaut her. Es geht relativ flott. Das genügt schon. Damit es ein bisschen Crunch hat.
Das mache ich jetzt mal mit einem halben Sack, dann sehen wir uns wieder. So, so schaut es jetzt aus. Das sind 100 Gramm. So zerkleinert. Dann kümmern wir uns jetzt ums Verschierte und machen schön die Kügelchen. So, da ist das Verschierte. Das sollte ja ein Fingerfood werden, also nehmen wir uns da so noch ein bisschen was. Und formen so kleine Kügelchen. Sollen ungefähr gleich groß werden. Das mache ich einmal, weil das dauert. Dann sehen wir uns wieder. So, dann. So viel habe ich jetzt rausgebracht und mit dem gehen wir jetzt zum Grill. So, dann. Da bin ich jetzt. Der linke Brenner ist an, der rechte Brenner ist an. Da mitten ist nichts. Da legen wir unsere Kugel schön her. Die lassen wir jetzt im indirekten Bereich eine halbe Stunde bis drei Viertel. Ich muss nur schauen. Hin und wieder drehe ich es um. Machen wir jetzt einmal den Deckel zu. So, da. Die sind jetzt 30 Minuten im indirekten Bereich gelegen und die kommen jetzt rüber. So, da werden wir jetzt einmal die Barbecue-Sauce einfüllen. So, dann legen wir mal los. Da haben wir so einen Kollegen. Da hat er den Barbecue-Sauce umdrehen. Und dann wird er da das mache ich jetzt mit Ole. Und dann sehen wir uns wieder. Ein bisschen so machen. Das mache ich mal, dann sehen wir uns wieder. So, da ist das Zermi. Da habe ich so super kleine Spieße. Kann man super nehmen. So, da. Dann kosten wir mal. Auf euch! Mal sehen. Das schmeckt gut. Ich weiß nicht, ob man das hört. Der Crunch. Ist super. Als Vorspeis, wenn die Leute reinkommen, kann man super machen, gerne Bällchen, geht schnell, schmeckt wirklich gut. Vielleicht macht es einmal nach, vielleicht gebt es einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal da oder da. Vielleicht lasst es mal ein nettes Kommentar da. Ich darf mich recht freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Heinz von Let's Barbecue and Grill und tschüss. Danke fürs Zuschauen.